Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Und bevor wir jetzt mit dem Unboxing von der My Little Box starten, wäre es mega cool, wenn du vielleicht auf den Abo-Button klicken würdest oder und mir ein Like da lassen könntest oder einen lieben Kommi. Also das würde mir halt mega helfen, weil jetzt so zum Jahresende, Jahresanfang hin spielt YouTube immer etwas verrückt und dann weise ich ganz gerne darauf hin, weil über die Hälfte von euch hat mich gar nicht abonniert. Und ich fände es ziemlich cool, wenn ihr das nachholen könntet und mir einfach so ein bisschen Support geben könntet. Nun, auf jeden Fall habe ich hier einmal die My Little Box und die möchte ich mit euch zusammen auspacken. Das ist so eine Box, die kommt aus Frankreich und die versprüht ihren französischen Charme immer damit, dass sie drei Beauty-Produkte enthält, zwei Accessoires, so Trend-Accessoires und eine Geschichte mit sich bringt. Ich finde das immer sehr, sehr schön gestaltet. Im Dezember haben wir jetzt auch eine Tasche als Box, was ich auch sehr, sehr schön finde. Das Ganze ist jetzt auch immer sehr festlich angehaucht. Wir bekommen die für 18,90 Euro pro Box und pro Monat und wenn ihr den Code MAGICWINTER verwendet, bekommt ihr sie aktuell für 13,90 Euro. Wir haben hier auch immer einen schönen Warenwert drin und auch wirklich tolle Produkte. Also ich mag die My Little Box wirklich gerne und ich finde es auch immer super praktisch, dass wir hier nicht nur so schöne Flyer mit dabei haben. Entweder ist man ein bunter Schmetterling oder ein schillernder Nachtvogel. Weiß nicht. Ich glaube, ich bin irgendwie beides. Manchmal möchte ich gerne ein Schmetterling sein, manchmal ein Nachtvogel. Auf jeden Fall irgendwas Fliegendes. Und dann habe ich hier auch schon ein Beauty-Produkt, da gucken wir aber gleich. Wir haben nämlich den Karton meistens von innen auch ganz nice bedruckt. So schaut er dieses Mal von innen aus. Richtig hübsch und ich möchte euch auch ganz gerne in diesem Video wieder eine Box verlosen. Die wird dann direkt von der My Little Box zu euch geschickt. Also alles, was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht unter diesem Video in der Infobox. Schau einfach mal ganz gerne vorbei. Ja, ich mag, dass wir das halt von innen bedruckt haben, weil das sieht irgendwie charmanter aus, um das mal so zu sagen. Ist auch immer ganz süß gefaltet. Und ich starte jetzt einfach mal mit den Produkten. Ne? Da habe ich jetzt ja auch schon direkt das erste Beauty-Produkt nebenher liegen gehabt. Das ist von Rituals, The Ritual of Sakura, das Sensational Foaming Shower Gel mit Reismilch und Kirschblüte. Es ist mein absolut liebster Mensch. Rituals Duft mag ich einfach total gerne. Ich persönlich finde, dass diese Duschschäume unglaublich schnell leer werden. Das ist so eine kleine Review von meiner Seite. Und ich finde die Düfte halt toll. Ich finde es auch schön, wie das reinigt und wie sich das auf der Haut anfühlt. Aber ich finde meistens, dass die Rituals Duschschäume nicht so derbe schäumen. Sehe ich das falsch? Weiß ich nicht. Schreibt mir das gerne in die Kommentare, wenn das bei euch anders ist und was ich vielleicht falsch mache. Aber ich finde die toll und verwende die halt einfach auch gerne. Ne? Nun, jetzt schauen wir einmal in das Täschchen rein. Das Täschchen selbst hat natürlich ja auch einen Wert für sich. Ne? Keine Ahnung, ich versuche immer so Referenzpreise mir online so zu recherchieren, um euch auch wirklich zu jedem Produkt gefühlt die Preise auch mit reinzupacken, dass man einfach ungefähr weiß, wieso das Preis-Leistungs-Verhältnis ist. Und das ist einfach so eine kleine Tasche, die ich jetzt hier in einem extrem schönen Olivgrünton habe. Passt mega geil zu meinen Augen. Ich weiß nicht, ob man da unterschiedliche Farben hätte drin haben können, aber ich habe ja grünbraune Augen und ich mag gerne sowohl Kleidung als auch Accessoires und so in dieser Farbe. Habe auch wirklich Pullis in der Farbe und so und ich finde es immer sehr schön. Ne? Mag ich halt einfach. Hier steht auch My Little Box drin, schließt einfach mit so einem Knopf und wir haben hier aber keine Innentaschen. Gut, so, jetzt widmen wir uns mal dem Inhalt und ich nehme als erstes hier etwas raus. Was bist du? Magie Attrapé. Make a Wish. Aha, das ist einmal dieses hier. Funkelnder Goldring. Eben noch am Himmel schiebt er sich wie von Zauberhand auf deinen Finger. Die Weihnachtsmagie hat den Sternenschweif in diesen güldenen, verstellbaren Ring aus recyceltem Material verwandelt. Fang den Zauber ein und bewahre ihn in seiner hübschen Schachtel gemeinsam mit all deinen Lieblingsschmuckstücken auf. Pass auf, dass er seinen Glanz nicht verliert, denn Wasser ist ihm ein Kraus. Ja, das hast du oft, ne? Also wenn du halt, ich sag mal jetzt, Modeschmuck hast und nicht Echtschmuck, dann hat man da manchmal etwas Probleme. Sieht auf jeden Fall süß aus. Ich mache mir den auf den kleinen Finger. Der ist ja verstellbar, haben die ja auch geschrieben, ne? Und ich finde den hübsch, auf jeden Fall. Aber ihr wisst ja von mir, wenn ich Ringe trage, und das mache ich ja normalerweise im Alltag auch, jetzt heute habe ich vergessen, mir meine Ringe umzutun, ist es immer ein Ring mit Bedeutung. Ne? Und dieser Ring hat für mich jetzt in dem Sinne ja keine wirkliche Herzensbedeutung, deswegen werde ich den auch nicht behalten. Ansonsten habe ich halt wirklich immer Schmuck um oder halt Ringe um, die für mich halt auch
irgendwas repräsentieren, also Stärke, Leichtigkeit, ein Ring, den ich zum Einjährigen vor 17 Jahren von meinem Freund gekriegt habe. Ein Ring, der mich mit Sammy in Verbindung bringt, weil da eine Pfote drauf ist, ne? Sowas halt. Und das ist halt wirklich so mein Vibe, wie ich meine Ringe auswähle. Ansonsten, was Schmuck angeht, bin ich halt recht frei. Da trage ich alles Mögliche. Da trage ich Modeschmuck, Echtschmuck, alles Mögliche halt, ne? Nur Armkettchen halt recht selten, weil ich halt sehr wuselig unterwegs bin. Aber das ist nicht schlimm. Ich bewahre ja Produkte auch gerne auf, beziehungsweise sammel sie dann für Verlosungsboxen zum Beispiel. Ich mache recht viele Verlosungen auf diesem Kanal. Und jetzt in der Weihnachtszeit geht die Party nochmal hart ab, sowohl hier als auch auf Instagram, ne? So, hier habe ich jetzt eine Full-Size-Mascara von Tarte. Und zwar die Tartelett Tubing Mascara mit 8 Millilitern. Ich weiß nicht, ob ich die schon mal hatte. Ich hatte auf jeden Fall schon mal irgendeine Tartelett. Oder war das die hier? Weil die sieht jetzt von der Umverpackung her ganz anders aus. Und auch sehr, sehr schwer. Sehr, 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 sehr nice. Ich überlege auch, ob ich vielleicht wieder dieses Full-Face-Beauty-Boxen einführe. Ich werde auf jeden Fall jetzt die nächsten Wochen immer mal wieder, oder die nächsten Tage auch, zum Beispiel das hier ist jetzt ein Look, den habe ich mit Adventskalenderprodukten geschminkt. Und das versuche ich jetzt auch wieder häufiger zu machen, weil ihr mich auch wirklich oft darum gebeten hattet. Und deswegen versuche ich das auch umzusetzen. Hier habe ich jetzt eine Mascara, die ein, passend zu Dezember, ne, ein Gummibürstchen hat, was aussieht wie ein Tannenbaum, also ein tannenbaumförmiges Gummibürstchen, finde ich sehr, sehr schön. Und Tubing Mascara heißt, dass sie sich um deine Wimpern drum zulegt. Das machen andere Mascaras auch, finde ich ganz spannend. Mag nicht jeder, weil das auch sehr dick dann wird, ne, wenn man die auch schichtet, aber ich mag es eigentlich schon recht gerne und das macht bei mir auch recht viel. Ich glaube auch die neue Huda Beauty Mascara dürfte auch so eine Tubing Mascara sein. Ja, und ich finde, das ist auf jeden Fall ein krasses Produkt. Also allein dadurch hast du ja die Box im Prinzip ja schon raus, ne? Das ist der Wahnsinn, was die hier raushauen. Dann habe ich hier, oh, guck mal, das Begleitheftchen dazu. Mhm. Ja, der trendy Karo-Mantel, der so perfekt zu den Luck Mary Janes passt. Oder der coole schwarze Coat im Scandi-Look, der die weißen Turnschuhe komplett macht. Sorry, die Entscheidung können wir dir leider nicht abnehmen. Aber deine neue Tasche wird perfekt passen, egal welche Entscheidung du auch triffst. Mit ihrem Schulterriemen zum Wechseln in Creme oder Rot ist sie für jedes Outfit das perfekte Sahnehäubchen. Egal was du trägst, it's a match. Oh, wir haben Schulterriemen bei. Das ist natürlich praktisch. Dann haben wir hier auch bereit zu strahlen. Das Licht mag gedimmt sein, aber deine Pflegeroutine bringt dich zum Funkeln und Strahlen. Und hier haben wir dann offensichtlich ein Pflegeprodukt und zwei dekorative Kosmetikprodukte am Start. Und da kommen wir gleich auch noch zu dem dritten. Das haben wir hier. Und das finde ich ehrlich gesagt cool. Wir haben bei der My Little Box auch die My Little Beauty Eigenmarke. Die haben sowohl Accessoires mit im Sortiment, aber die haben auch dekorative Kosmetik und Pflege. Und da muss ich sagen, also von der Pflege her haben mich die Produkte bislang immer überzeugt. Bis auf die Serien, die nicht ganz so für meine 34-jährige Haut waren. Die habe ich dann halt mit anderen Serien kombiniert oder so, ne, weil es war halt nicht genug. So. Und die dekorative Kosmetik ist auch wirklich nicht ohne. Hier habe ich nämlich Champagne Urose Duo de Fara, also ein Lidschatten-Duo. Das finde ich auch ganz süß. Sowas wäre halt wirklich prädestiniert eigentlich für das Full-Face-Beauty-Boxen. Ne? Es ist halt Rosé und Champagner, ja. Es ist meiner Meinung nach sehr, sehr, also öde. Es sind zwei Töne, es sind zwei Schimmertöne, aber du kannst damit halt wirklich einen schnellen, einfachen Look schminken, ne? Aber für mich, nee, für mich ist es nichts. Bin ich ehrlich, ich bin halt eher so jemand, ich habe mehr Kabittjes gerne im Gesicht. Zum Beispiel diese Lidschattenpalette ist schön, definitiv, hat einen tollen Look gemacht, aber ich fand sie zu öde. Nun, so ist es halt bei mir. Ich bin manchmal einfach etwas kompliziert. Dann kommt, nicht kompliziert, Quatsch, ich bin halt einfach, ne? Ich habe eine Lidschattenpalettensammlung von über 200 Paletten. So, kann man das sagen. Hier habe ich die beiden Gurte drin, was ich richtig geil finde. Also, dass wir diese Tasche haben mit diesen Wechselgurten. Also dieses Orange ist halt volle Elle. Also für mich schreit das vor allem in Kombination mit der olivfarbenen Tasche. Das schreit für mich Herbst. Das ist richtig, richtig herbstlich. Und diese Gurte kannst du sehr wahrscheinlich auch individuell an andere Taschen auch ranmachen. Ne? Das könnte auch eine ganz gute Sache sein. Schauen wir mal. Wo mache ich das denn dann dran? Ach so, das hat hier so Klipse. Und dann kannst du das so dran klipsen. Ach, auch mal eine etwas andere Art und Weise. Ich mache jetzt mal referenzmäßig einfach den orangefarbenen dran. Ich trage sowas hier am liebsten Crossbody. Das ist immer eher so meins. Wäre natürlich ein bisschen
nicer, wenn da was drin wäre. Oh mein Gott, Leute, wenn ich jetzt gleich aufstehe, ne? Ich habe meine Erdbeerwoche und ich trage gerade so einen Gurt. Der ist jetzt gerade nicht an, aber ne, ab und zu mache ich den an. Könnt ihr bei Purish kaufen, habe ich euch mal in der Infobox verlinkt. Da kannst du Wärme anmachen, da kannst du Vibration anmachen. Ist so ein Massagegurt und ich finde den halt großartig und ich brauche den einfach gerade. Nun, auf jeden Fall ist das die Tasche und ich finde sie toll. Du kannst ja auch noch die Länge verstellen, sodass sie vielleicht ein bisschen tiefer hängt. Für mich ist die jetzt aber eigentlich perfekt, ne? Dass da halt so keiner beikommt. Kannst du dann auch so tragen, dass das halt wirklich immer in Griffnähe ist. Das ist ganz gut so. So für einen Weihnachtsmarkt oder so. Wie gesagt, du kannst sie halt auch weiterstellen. Das ist dann auch ganz gut, wenn du eine Jacke trägst. Aber ich würde sowas wahrscheinlich auch eher unter meiner Jacke tragen, wenn ich halt an befüllten Plätzen bin. Ansonsten auf einer Party ist es auch ganz cool, so zu haben. Oder auf einem Mädelsabend oder so. Ne? Wobei, da stelle ich meine Tasche ja auch ab. Und du kannst die natürlich auch... Das ist meine Kapuze im Weg hier. Einfach nur so über die Schulter nehmen. Ne? Das ist auch möglich. Ist ja auch kein Problem. So halt. Und ja, also ich finde die süß. Und werde mir den weißen Gurt hier auch auf jeden Fall mal mit reinpacken. Dann habe ich einen Wechselgurt. Das macht das Ganze dann halt ein bisschen schlichter. Ne? Ein bisschen erdig-mäßiger, etwas neutraler, so kann man das eher sagen. Und jetzt haben wir ja im Prinzip die Tasche, zwei Gurte und dann ja auch noch den Ring. Also im Prinzip sind es ja sogar vier Accessoires anstatt von zweien. Dann haben wir drei Beauty-Produkte und halt die Story mit dem bunter Schmetterling oder halt... schillernder Nachtvogel und dass du halt so ein bisschen diese Day-to-Night-Geschichte halt auch so für dich sehen kannst. Finde ich ganz süß, muss ich sagen. Also mir gefällt die My Little Box, vor allem wenn man bedenkt, dass man die für 18,90 Euro bekommt. Also du kriegst teilweise die Tarte-Led-Mascara, die ist schon über 20 Euro eigentlich vom Wert her. Ne? Die Tasche ist auch nicht ohne, das ist jetzt keine super hochwertige Echtledertasche oder sonst irgendwas, aber es ist halt schon eine schöne Tasche, die ja auch ihren Wert hat, auch mit den Gurten. Ne? Die müssen sich natürlich ein bisschen einhängen, weil die jetzt ja auch so eingerollt waren. Aber ich glaube, dass das auch eine ganz coole Sache ist, wenn man auch so im Urlaub ist oder so. Ne? Also ich habe immer so eine Tasche und ich finde auch, dass sie eine gute Größe hat. Also für mich persönlich ist es eine sehr, sehr gelungene Box. Also brauchbare, coole Produkte. Gut, dieses Lidschattenduo ist jetzt nicht unbedingt meins und ich trage halt auch diesen Ring nicht. Aber trotzdem sind alle anderen Produkte ja richtig gut. Ne? Schreibt mir gerne eure Meinung mal in die Kommentare rein, da könnten wir uns gerne mal austauschen. Und ja, ich finde es cool. Ne? Dann wäre es auch schon wieder gewesen. Wenn es dir gefallen hat, dann wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.